Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Wenn es nach der jüngsten Wählergeneration, also den Erstwählern, gehen würde, dann würde uns in Deutschland bald eine grüne Machtübernahme bevorstehen. Denn dort wählt fast jeder Zweite die Grünen. Und jetzt fragen sich zu Recht viele, wie kommt es eigentlich zu dieser Entwicklung? Beziehungsweise, warum ist das so? Und müssen wir wirklich langfristig dann mit einer grünen Machtübernahme in Deutschland rechnen? Diese Frage beantworte ich in diesem Video mit einem persönlichen Insight-Bericht über linke Indoktrination an Schulen. Los geht's! Eine aktuelle Wahlumfrage unter Erstwählern hat für großes Aufsehen gesorgt. Denn dort wurde ja nach der Parteipräferenz gefragt, man kennt es ja von diesen Sonntagsfragen. Und da kam es tatsächlich zu dem Ergebnis, dass 42% der jüngsten Wähler die Grünen wählen würden. Auf Platz 2 war ganz weit abgeschlagen die CDU. Und mit 42% hätten die Grünen ja fast schon eine absolute Mehrheit. Wenn man dann auch die Werte zum Beispiel von SPD und Linke dazu nimmt, da könnten die Grünen praktisch den Kanzler stellen, also Habeck wäre das wahrscheinlich. Und dann gäbe es eine grüne Regierung. Und man sieht ja, die jüngsten Wähler, die sollen ja die Zukunft darstellen. Und wenn sich diese Meinung nicht verändern würde im Laufe des Lebens, dann wäre es ja so, dass uns allen wirklich eine grüne Machtübernahme drohen würde. Jetzt fragen sich natürlich ganz viele, okay, die können doch wählen, was die wollen, die jungen Leute. Ja, ist ja eine Demokratie. Und natürlich ist das so. Aber wir müssen ja wirklich mal fragen, die Frage muss erlaubt sein, warum es denn so ist, dass ausgerechnet diese Altersgruppe so stark die Grünen wählt. Es ist natürlich extrem begrüßenswert, wenn sich junge Leute politisch engagieren. Ich mache das selbst und ich schätze wirklich jeden, der seine Freizeit auch mit sowas verbringt, beziehungsweise der sich politisch einbringt. Das ist erstmal vollkommen egal, welche Gesinnung diese Person jetzt persönlich hat. Wenn man sich eine Meinung bildet, wenn man diese Meinung differenziert eben bildet und die auch begründen kann, dann ist es vollkommen in Ordnung und da will ich auch gar nicht über Meinungsverschiedenheiten sprechen. Nur es geht darum, dass dieser Prozess der Meinungsbildung halt auch wirklich fair stattfinden muss. Also die Meinung muss schon eine eigene sein und keine vorgegebene. Und wir alle kennen es ja zum Beispiel, Bildung und Schule, das ist ja dafür da, dass die jungen Leute was fürs Leben lernen. Und es ist vollkommen normal, dass die Dinge, die man in der Schule lernt, die nimmt man auf, die merkt man sich, die nimmt man hin. Das sind in der Regel ja Fakten, das ist eben Wissenschaft, das ist nichts, worüber man streitet, das ist etwas, was man aufnimmt. Und Lehrer sind natürlich Vertrauenspersonen. Also wir glauben Lehrern instinktiv. Das ist ein ähnliches Vertrauensverhältnis, wie das wir zum Beispiel Ärzten vertrauen. Zumindest die meisten Menschen tun das ja instinktiv. Dieser Vertrauensvorschuss, den haben eben auch Lehrer und die meisten Schüler nehmen das, was Lehrer sagen, für bare Münze. Wäre es also nicht brandgefährlich, wenn Lehrer ihre politische Meinung vielen Kindern aufdiktieren würden? Das Thema Indoktrination an Schulen ist ja jetzt wirklich kein neues Thema. Das wird medial immer wieder debattiert, aber doch recht einseitig. Meistens wird diese Indoktrination dann doch als rechte Verschwörungstheorie abgetan. Also mit dem Gedanken, dass da wirklich Schüler indoktriniert werden, damit setzt man sich nicht wirklich ernsthaft auseinander. Man geht gar nicht so richtig darauf ein, dass sowas massenhaft stattfinden könnte. Zumindest in den deutschen Leitmedien nicht. Also bezeichnend ist, dass der einzige kritische Artikel, den ich dazu fand, in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht wurde. Also den habe ich jetzt gefunden. Das ist einer aus der aktuellen Zeit, wo man wirklich sagen kann, okay, da wird diese Links-Grün-Färbung in Schulen wirklich mal deutlich kritisiert, aber ansonsten fehlt ja auch wirklich so die Datenlage. Und es ist ja eigentlich offensichtlich, dass einem Land, was eben links unterwandert werden soll, dass in diesem Land dann auch keine Studien gemacht werden, die bestätigen würden, dass es eine linke Indoktrination gibt. Ich fände das persönlich mal eine sehr interessante Anregung, dass man wirklich mal Schüler befragt, komplett anonym, ob sie denn glauben, dass sie indoktriniert werden im Unterricht oder ob Lehrer wirklich so neutral sind, wie sie eigentlich vorgeben. Die Ergebnisse könnten sehr interessant sein, weil sehr viele junge Menschen, mit denen ich mich austausche, die sind nämlich bei weitem auch nicht so krass links, wie man von der Jugend erwarten würde. Und da kommt man eben zum Punkt, dass es diese mediale Darstellung, es gäbe nur diese eine grüne Jugend und sonst gäbe es eben nichts dahinter, also nichts, was eben dann noch kommt. Das wäre das Einzige, was eben präsent ist und dem ist natürlich nicht so. Und da muss ich auch sagen, ich bin natürlich sehr froh, sehr viele Menschen zu kennen, auch junge Menschen, die wirklich sich dem Mainstream entgegenstellen. An dieser Stelle möchte ich auch diesen Menschen hier öffentlich den Rücken stärken, das weiterzumachen. Das ist wirklich sehr wichtig. Also meine persönliche Meinung und auch meine persönlichen Erfahrungswerte mit diesem Thema sind eigentlich ganz klar. Es wird massiv links und grün indoktriniert an deutschen Schulen und einzelne Lehrer meinen wirklich, sie müssten neben normalen menschlichen Umgangsformen und Werten, die man ja in der Schule auch lernen soll, auch politische Werte, also politische Einstellungen vermitteln und diese mehr oder weniger in den Unterricht
einfließen lassen. Und besonders stark fällt es natürlich auf in den Fächern Geschichte, das ist so ein klassisches Beispiel, und Politik, weil es eben, wie gesagt, zeitgeschichtliche Fächer sind, wo eben Dinge auch politisch bewertet werden. Sieht man ganz klar, dass sehr einseitige Bilder zu gewissen Themen gezeichnet werden. Sehr auffällig ist zum Beispiel das Thema Migration. Das Thema Migration wird in Unterrichtsstunden immer komplett positiv dargestellt. Also eine Aufgabenstellung könnte zum Beispiel sein, nennen Sie 10 Vorteile von Migration in andere Länder, warum das eben bereichernd ist, warum das Länder weiterbringt, und wirkliche Nachteile werden nicht behandelt. Es werden höchstens Nachteile für die Migranten auf ihrer Flucht sozusagen und auf ihrer Weiterreise behandelt und wie beschwerlich diese Reise, diese Flucht doch wäre. Sowas kommt im Unterricht vor, aber zum Beispiel sowas wie, dass Kriminalitätsraten eventuell ansteigen könnten oder dass zum Beispiel auch die Kultur des aufnehmenden Landes belastet wird, vielleicht auch verdrängt wird. Solche Gedanken sind im Unterricht nicht zulässig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowas sehr schnell in diese Rechtspopulismus-Rassismus-Schublade reingestopft wird. Im Extremfall kann es auch so weit kommen, dass dann wirklich Eltern die Schule müssen wegen angeblichem Rassismus oder angeblichem Rechtspopulismus. Das ist der Extremfall, was das angeht. Und da kann ich wirklich ganz klar sagen, das ist natürlich indiskutabel. Also wird die Meinungsfreiheit wirklich in Schulen ganz klar beschnitten. Bei vielen Lehrern findet es auch sehr subtil statt. Also man sieht wirklich, da gibt es Lehrer, die sagen zum Beispiel, es wäre wichtig, dass man weltoffene, humanistische, antirassistische Parteien unterstützt. Natürlich werden da keine Parteien genannt, aber diese Haltung, die da vermittelt werden soll, ich sage extra das Wort Haltung, das hat nichts mehr mit Unterricht, das hat nichts mehr mit Bildung zu tun. Da geht es wirklich um politische Meinungsbildung, die man eben bei Schutzbefohlenen, bei Leuten, die leicht manipulierbar sind, durchführen möchte. Und das vor allem die grünen Kernthemen, also gerade sowas wie Klimaschutz und auch die einzelnen Maßnahmen, die dazugehören, wie Verbote oder auch Steuererhöhungen oder andere Gängelungen der Bürger, sehr positiv dargestellt werden. Das habe ich auch tatsächlich erlebt und dazu kann ich auch nur sagen, das ist auch ein Klassiker eigentlich, dass angeblich keine bestimmte Partei beworben wird, aber so eine richtige grüne Linie eben im Unterricht Einzug findet, zum Beispiel eben in Erdkunde oder auch in Geschichte oder auch in Politik. In diesen Fächern ist es ganz klar, dass zum Beispiel das Parteiprogramm der Grünen oder häufig auch ein Parteiprogramm mit sozialdemokratischer Handschrift ganz klar positiv hervorgehoben wird. Es ist an gewisse Dinge und Lösungsansätze, die man aus solchen Parteiprogrammen kennt, also zum Beispiel Steuererhöhungen oder eben auch, dass man dauernd soziale Ungleichheit betont. Das sind ja klassische linke Themen, wo da eben auch linke Agenda verbreitet wird und auch Migration wird meistens so eher von linker Seite angegangen, wie gesagt. Das sind so die klassischen Beispiele, die man immer wieder sieht. Und dieser extreme Erfolg der Grünen bei dieser Altersgruppe, das zeigt ja eigentlich, dass es funktioniert. Weil mal ganz ehrlich, warum sollte es sonst so sein, dass alle anderen Generationen die Grünen eben nicht so überproportional stark wählen, aber diese junge Generation schon? Und das ist dieser Marsch durch die Institutionen, den wir wirklich gesehen haben von links schon seit vielen Jahrzehnten und den wir eben auch jetzt weiter sehen, wo wir die Ergebnisse sehen. Und das Problem ist halt wirklich folgendes, dass da einzelne linke Lehrer, ich sage nicht, dass alle Lehrer so denken würden, es gibt sicherlich auch sehr gute Lehrer, auch ich hatte natürlich auch gute Lehrer, aber dass doch ein großer Teil, eine große Teilmenge der Lehrerschaft schon linke Agenda weitergeben möchte und dass es da auch ein ganzes Herzensanliegen zu sein scheint, eben die Kinder tatsächlich auch zu manipulieren. Das ist zumindest meine Meinung. Zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln. Robert Habeck hat ja für eine Senkung des Wahlalters plädiert. 16-Jährige sollen laut ihm ja schon wählen dürfen. Und das angeblich wegen der Corona-Krise. Ja, ist klar. Also wenn man diese Zahlen jetzt kennt, kann man sich schon denken, warum ein Herr Habeck großes Interesse daran hat, dass diese jungen Menschen schon wählen können. Und das ist für mich auch ein weiterer Beweis dafür, dass man hier praktisch wirklich ein paar linksgrün indoktrinierte Kids braucht, um eben den Erfolg der grünen Parteien, um der ganzen linksgrünen Bewegung eben weiter anzutreiben. Und das ist aus meiner Sicht persönlich indiskutabel. Wie gesagt, jeder kann sich seine Meinung selbst frei bilden. Und wenn junge Menschen eben von sich aus links oder grün werden, dann ist es natürlich demokratisch, dann ist es auch richtig und gut so. Aber das Problem ist halt wirklich, man muss den Menschen auch die Chance geben, eine eigene Meinung zu vertreten. Und gerade wenn eben rechtskonservative Positionen oder rechtsliberale Positionen verteufelt werden, wenn selbst ganz gewöhnlich bürgerlich-konservative Positionen sehr bösartig dargestellt werden immer und wenn gleichzeitig eben linke oder grüne Positionen verherrlicht werden, dann ist es für mich keine freie Meinungsbildung, dann ist es tatsächlich Meinungsmache, damit bin ich nicht einverstanden. Und wenn ihr auch solche Erfahrungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und teilt vor allem dieses Video, dass es möglichst viele Menschen sehen, dass diese Erfahrung auch mal wirklich mehr Menschen erreichen, dieser persönliche Insight-Bericht davon, wie ist es in deutschen Schulen, wie steht es um linke Indoktrination? Ich persönlich habe das immer so wahrgenommen, dass eine linke Meinung gesellschaftlich und vor allem auch in diversen Institutionen wie Schulen
erwünscht ist und es eine andere Meinung eher nicht erwünscht ist. Und diese Menschen jetzt auch zu spüren bekommen, die eine andere Meinung haben, dass sie mit dieser Meinung nicht erwünscht sind. So ging es mir immer und ihr wisst ja, deswegen betreibe ich heute diesen Kanal, deswegen gehe ich diesen Weg, den ich gehe, weil ich damit nicht einverstanden bin. Und es gibt natürlich genug Leute, das wisst ihr, die damit nicht einverstanden sind, dass ich das hier mache. Das hatte ich ja auch in meinem letzten Video bezüglich der Morddrohung angesprochen. Und jetzt nochmal in eigener Sache, wollte ich einfach nochmal von Herzen Danke sagen für diese überwältigende Unterstützung, die ich von euch erhalten habe. Das ist wirklich unglaublich. Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Worte, was da wirklich für eine Welle der Solidarität gekommen ist. Ihr unterstützt ja sowieso meine journalistische Arbeit immer freiwillig finanziell und ermöglicht diese. Aber diesmal macht ihr es mir tatsächlich möglich, mich auch juristisch zu wehren gegen diverse Anfeindungen. Ihr wisst ja, wie das ist. Man kann bei der Polizei normal eine Anzeige erstatten. Und wenn man wirklich will, dass irgendwas verfolgt wird, dann wird man immer darauf hingewiesen, man kann es auch zivilrechtlich privat verfolgen mit einem Anwalt. Und das kann ich eben dank eurer Unterstützung jetzt tun, auch bezüglich dieser Morddrohung, bezüglich der Person, die Hass über meine Person im Internet auskübeln. Deswegen, Leute, danke. Ihr seid die besten Fans, die man haben kann. Von Herzen kommt es, Leute. Abonniert jetzt gerne noch diesen Kanal. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Ich werde immer weitermachen. Dank euch, für euch, euer Niki. Ciao.